In Duisburg sind an nur einem Tag 12 Menschen infolge einer Corona-Infektion verstorben. Damit sind bislang 224 Duisburger an oder mit dem Coronavirus gestorben. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist weiter hoch. Innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt 127 positive Befunde vermeldet. In Summe haben sich damit rund 12.250 Duisburger mit dem Coronavirus angesteckt. Etwa 1.200 Personen im Stadtgebiet gelten derzeit als akut infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gestiegen und liegt derzeit bei 208,7. Duisburg gehört damit weiter zu den Corona-Risikogebieten in NRW. Das Jugendamt der Stadt Duisburg hat bei Kindeswohlgefährdungen vermehrt Fälle mit sexueller Gewalt registriert. Wie die zuständige Dezernentin Astrid Nese sagt, gab es in 2019 60 Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder, 38 mehr als ein Jahr zuvor. Bis Anfang Dezember dieses Jahres summierte es sich auf 36 Neufälle von Kindeswohlgefährdung, bei denen auch Anzeichen sexueller Gewalt erfasst wurden. Die höheren Zahlen bedeuten aber nicht zwingend einen tatsächlichen Anstieg der Fallzahlen, erklärt die Dezernentin. Vielmehr führe die gestiegene Aufmerksamkeit in der Gesellschaft zu mehr Anzeigen. Nach der Verpflichtung von Gino Lettieri als Cheftrainer muss der MSV Duisburg viele Austritte von Vereinsmitgliedern beklagen. Allein im November hätten 100 Mitglieder ihren Austritt erklärt. Etwa 80 von ihnen sollen dies explizit mit dem Trainerwechsel bzw. der sportlichen Situation begründet haben. Ohnehin gehen die Mitgliederzahlen bei den Zebras zurück. Waren es im Juni 2019 noch über 8.900 Mitglieder, sind es aktuell mehr als 500 weniger. Auch sportlich läuft es für den MSV zurzeit denkbar schlecht. Nach 14 Spieltagen stehen die Zebras auf dem letzten Tabellenplatz in der dritten Liga. Die jährliche Verlegung der Stolpersteine in Duisburg muss verschoben werden. Wie der Jugendring mitteilt, fällt der eigentlich vorgesehene Termin an diesem Mittwoch wegen der Corona-Pandemie aus. Die Verlegung soll nachgeholt werden, sobald Angehörige aus Israel und England wieder teilnehmen und ohne Quarantäne nach Deutschland einreisen dürfen. 306 Stolpersteine wurden bislang in Duisburg verlegt. Seit einigen Jahren kümmert sich der Jugendring um die Verlegung. Die Stolpersteine erinnern an die Opfer der Nationalsozialisten. Wer ebenfalls Stolpersteine verlegen möchte, kann sich beim Jugendring melden. Die Duisburger Stadtverwaltung geht ab dem 28. Dezember in die Weihnachtsferien. Bis einschließlich zum 3. Januar bleibt die Verwaltung in weiten Teilen geschlossen. Das betrifft die Ämter, die städtischen Bibliotheken, die VHS sowie Kindertageseinrichtungen. Einzelne Dienststellen seien von dieser Regelung ausgenommen, wie beispielsweise die Feuerwehr, das Gesundheitsamt sowie der städtische Sonderaußendienst des Ordnungsamtes. Die gesamte Verwaltung ist ab Montag, den 4. Januar, wieder erreichbar. Mit Wolken, aber auch ein wenig Sonne ging es heute in Duisburg durch den Mittwoch. Am Donnerstag starten wir noch sonnig in den Tag. Bis zum Mittag sammeln wir ein paar Sonnenstunden. Danach übernehmen die Wolken. Es bleibt trocken, bei Höchstwerten von 3 Grad. Die Woche klingt am Freitag meist bewölkt aus. Gegen Mittag drohen sogar leichte Schauer und es wird windig und weiter kalt. Das Thermometer schafft es auf höchstens 4 Grad. Das Wochenende startet am Samstag überwiegend bedeckt. Sonne gibt es nur selten. Dafür wird es etwas wärmer, bei Temperaturen von bis zu 7 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru Autohaus Wingenta in Neumühl. Achtung, liebe Autofahrer, die Duisburger Ordnungshüter blitzen auch am Donnerstag wieder fleißig. Kontrolliert wird unter anderem auf der Karl-Lehr-Straße in Neudorf Süd und auf der Darlingstraße in Friemersheim. Dazu sorgen viele Baustellen für Einschränkungen. In Hochfeld ist wegen eines Fahrbahneinbruchs die Johanniterstraße voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Karl-Jahres-Straße und der Friedensstraße. Die Vollsperrung bleibt voraussichtlich bis Ende Januar bestehen. Und in Homberg gibt es Einschränkungen auf der Lindenstraße. Die ist aktuell im Bereich zwischen der Luisenstraße und der Kirchstraße dicht. Hier werden neue Fernwärmeleitungen verlegt. Ende Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Studio 47 wünscht eine sichere und staufreie Fahrt.